Okay. Im freien Fall, ja? Befestigte, aber nicht ausreichend gespannte Windhose? Ach komm. Mein Hosenkatapult ist fast fertig. Ich muss es nur noch irgendwie spannen. Wie jetzt? Spannen? Mit der Schaufel. Mein Hosenkatapult. Ich muss es aber. Mein Hose. Ich muss es. Aber das ging irgendwie anders. Mit einer Hilfseinrichtung? Wie sag ich denn? Hier mit dem Staubsauger. Mein Hose. Ich muss es. Aber das. Mein Hosenkatapult. Ich muss es. Ja. Aber wie? Muss ich mich daran hängen? Ja, das geht irgendwie anders, okay? Wie könnte ich denn die Hose richtig spannen? Vielleicht habe ich nur noch was. Ja, nee, ich muss doch alles haben. Mein Hose, ich muss. Willkommen beim Flaggomat. Für Halbmast hier menschliche Asche einfüllen. Praktisch. Ja, und andersrum? Vielleicht kann ich ja. Der Flaggomat reagiert nur auf praktisch. Ich dachte jetzt, ich kann das jetzt wieder auf Vollmast sozusagen hochkriegen. Hier, das war doch bestimmt auch irgendwie. Der Flaggomat praktisch. Na gut. Ich glaube, dass er keine Asche mehr hat. Sieht nicht so aus. Auch nicht in seinem künstlichen Kamin. Schade. Ach so. Oh, guck mal, hier ist das Erdschnabeltier. Huch. Aha. Da ist noch eins. Tirili. Meine Sammlung wächst. Irgendwas sagt mir, das wird nicht sein. Also. Hey, stehen geblieben. Ohne Hilfsmittel komme ich hier anscheinend nicht weiter. Vielleicht können mir diese beiden Steine und die Erdmännchenfalle dort weiterhelfen. Menno. Hat der irgendeine Reihenfolge? Bewegt er sich immer in L-Form? Ja, der bewegt sich immer in L-Form. Okay, also er scheint sich immer in L-Form zu bewegen. Das heißt, er kann dahin. Plupp. Er kann dahin. Da kann er nicht hin und er kann da oben hin. Da kann er auch hin, stimmt, da war was. So, jetzt kann er da hin. Da hin. Da hin. Ah. Ja. Haha. Cool. Danke. Hab ich dich. Du dachtest wohl, du könntest mich austricksen, was? Aber der Klügere gibt niemals nach. Cool, okay, jetzt habe ich also das Erdschnabeltier. Laut Fibel ist das hier ein Erdschnabeltier-Ei. Tirili, meine Sammlung wächst. So, das muss in die Erde. Laut Fibel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. Soweit, so gut. Okay, Erde. Okay, dann auf zu Doc. Der hat ja eine Gefriermaschine dabei sich im Dings stehen. Da. Keine Angst, Doc. Ich bin hier nur zu Besuch. Ich mache auch nichts kaputt. Na, wer ist denn das?
Abububububububu. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Komm, Schnabli, Schnabli. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Ach Gott, jetzt muss ich den auch noch... Ja, toll. Moment. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Es ist zwar kein Wasserschnabeltier, aber es schwimmt wie eins. Komm, Schnabli, Schnabli. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Na gut, dann sollte es jetzt ja etwas stiller halten. Ja. Nein, der Eisblock sitzt zu fest. Ich brauche wohl Werkzeug. Der Schraubendreher. Damit kann ich höchstens ein paar Eiswürfel abklopfen. Ich brauche besseres Werkzeug. Wie, noch besseres? Ja, du bist ein Spaten. Damit sollte ich es aus dem Eis befreien können. Kalt! Ja, dann mal aber schnell. Dann habe ich das Erdschnabeltier schon mal. Juhu! So, da bitte. Bellevue? Da. Zack. So. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Schon irgendwie drollig. Erdschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. Tja, ich bin nun mal ein unverbesserlicher Tierfreund. Ist es jetzt auch wirklich irgendwie gestrichen? Woran man das auch mal erinnert? Oh, die Liste wird kürzer. Sieht er sogar von da. Wow, ich bin ja hellauf, bin ich ja. Sehr gut. Habe ich den Spaten jetzt eigentlich noch? Nö. Inventar verringert sich langsam. Okay. Ja, dann hatte ich jetzt ja schon bei Doc, ne, das Feuerschnabeltier. Das ich ja irgendwie im Kamin wahrscheinlich, ne, ausbrüten muss. So, das Ei im Schornstein. Laut Fiebel ist das hier ein Feuerschnabeltier-Ei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Frage, wie ich das rauskriege. Laut Fiebel ist das cool. Verdammt. Vielleicht mit dem Staubsauger. Laut Fiebel? Ich würde es, aber ich lasse es lieber nicht drauf ankommen. Da steht, es gibt nur eines dieser Art pro Generation. Tja. Das ist ein Schornstein. Kann ich's raushebeln? Laut Fiebel brüht. Ich würde zwar wetten, dass ich das auch irgendwie. Aber ich lasse es lieber. Da steht, es gibt. Okay, also es ist ein Schornstein. Das muss ja da irgendwie. Hier irgendwo? Nö, weiße Farbe gibt's hier aber. Hier vielleicht? Oder dann halt hier drin? Also hier gibt's nichts, was auf einen Schornstein hindeutet. Würde ich ja, aber sie ist aus. Eben, aber ich habe ja noch nirgendwo was gefunden, wo ich sie anmachen kann. Verdammt. So, wo war denn das andere? Was müsste dann doch... Nee. Ich muss ja zum Gondoliere. Gasse in den Hafen. Da ist es, genau. Laut Fiebel ist das hier ein Wasserschnabeltier-Ei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Oh, der hat es aber auch wirklich nicht eilig.
Das ist das Nest. Laut Fiebel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Wasserschnabeltierkolonie. Hier findet der eingeweihte Schnabeltierfreund, zumindest solange es unbewacht ist. Okay, also, geht das da auch? Laut Fiebel brüten Wasserschnabeltiere ihre Jungen im Maul von lebendigen Zebrafischen aus. Ich kann ihn immer noch einwickeln, wenn er schlimmer müffelt als meine restlichen Sachen. Käme wohl auf einen Versuch an. Hier passiert gar nichts. Ja, lebendig, ne? Bald kann ich einen Zoo aufmachen. Oh Junge, ich kann es kaum erwarten. Krieg ich den vielleicht... Oh ja, warte mal, die Elektroden. Nein, nicht das. Das ist egal. Moment. Kriege ich ihn vielleicht wiederbelebt, den Fisch? Mal gucken. Hier gab es doch Elektroden. Ja, da gucken wir doch mal. Aber natürlich. Ich könnte den armen Fisch durch ein paar gezielte Stromstöße ins Leben zurückrufen. Endlich zahlen sich die vielen Stunden unter Dr. Gizmos Defibrillator aus. Aber bevor ich mir einen kalten Zombiefisch ans Bein klette, sollte ich mir vielleicht erstmal überlegen, wozu. Ich will nicht denselben Fehler machen wie damals bei Toni. Du weißt doch wozu. Aber natürlich. Ich will nicht. Aber du weißt doch warum. Hier passiert gar nichts. Dabei habe ich mich genau an die Fibel gehalten. Auch wenn es der falsche Fisch ist, der obendrein auf der falschen Seite des Jordan schwimmt. Ja. Aber natürlich, ich könnte den endlich zahlen, aber bevor ich will nicht den Manu. Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will eine Gehirnoperation vorbereiten und keine Eisdiele eröffnen. Oder wofür auch immer man saubere Sachen braucht. Wasserschnabeltiere schlüpfen. Im Maul? Hier steht außerdem, dürfte schwer... Ja, aber... Er will sie ja anscheinend nicht lebendig machen. Nicht hier nutzen, um sie lebendig zu machen. Nicht nötig. Ich habe an... Es ist Zeit, plus minus... Nee. Menno, das wäre auch sonst so einfach gewesen. Ich sehe das schon. Kann ich den lebendig machen? Ein wenig mehr Power kann hier bestimmt nicht schaden. Spiel nicht an den Geräten herum. Wenn du nicht aufpasst, könntest du ein Wurmloch erzeugen. Mecker, mecker, mecker. Was, ein Wurmloch? Ja, bestimmt. Jetzt mach doch endlich. Aber natürlich, ich könnte endlich, aber bevor, ich will nicht. Toll. Ach so, Moment, ja, weiße Farbe, na klar. Ach Gott, wo ich den Eimer gerade gesehen habe. Mensch. Voila, ein Zebrafisch. Ach Gott. Mensch, ja, den habe ich jetzt... Gerade im Rausgehen habe ich ihn gesehen. Ach Mensch, ja, machen wir mal. Ja, jetzt aber. Aber natürlich, ich könnte den armen Fisch endlich zahlen, sie... Rufus, was tust du denn da draußen? Hör sofort auf damit! Der Energiefluss sprengt die Skala! Der Raum beginnt sich bereits zu krümmen! Einen Moment noch! Komm schon, Fischbert! Lebe! Lebe! Ich hab's geschafft. Er lebt. Rufus, verdammt. Ja, doch. Was auch immer das war, es war extrem lässig. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Sonst wird er nicht lange Freude an seinem neuen Zombie-Dasein haben. Okay. Ja, das ist... Ich ahne auch schon. Was zappelt da denn so? Oh, Frankenfisch scheint es nicht gut zu gehen. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Ja, hatte ich ja vor. Klein Venedig? Das Zappeln hat aufgehört. Das heißt dann wohl, ich hatte mal ein cooles Zombie-Haustier. Ach, Manno. Dann muss ich ihn wohl doch ins Glas packen. Also nochmal. Aber natürlich, ich könnte... Oh, komm schon, lebe! Ja. Was auch immer das war, es war... Jetzt sollte, sonst wird er...
So. Halte durch, Frankenfisch. Ja? Halte durch. Was? Hm? Was zappelt da? Oh, jetzt sollte ich ab... Ja. Halte durch. Putzig. Aber jetzt sollte ich mich beeilen. Ich muss ihn irgendwo hinbringen, wo er in Ruhe brüten kann. Ach so, ich muss ihn zwischendurch. Hm? Was zappelt da denn so? Jetzt sollte ich ab... Okay, alles klar. Halte durch, Frankenfisch. Putzig. Aber jetzt sollte ich mich beeilen. Ich muss ihn irgendwo hin... Ich muss es wohl oder übel erst ausbrüten. In diesem Zustand kann es ja wohl kaum das Nest bewachen. Ja, und wie jetzt? Soll ich... Ich dachte, ich schmeiße ihn jetzt einfach hier rein. Wo habe ich denn da noch was? Verdammt. Hm? Was? Jetzt sollte ich ab... Ja. Halte durch. Aber jetzt sollte ich mich beeilen. Ich muss ihn... Ach, das Aquarium. Klar. In Bellevue. Hm? Was? Jetzt sollte ich... Ja, komm. Einmal machen wir noch. Halte durch, Frankenfisch. Aber jetzt, ich muss ihn... So, na klar. Rufus, was tust du? Versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich muss ein Fischleben retten. Es war ein kurzes... Aber ein erfülltes Leben. Du nichtsnutziger Idiot! Entferne dieses Monster aus meinem Aquarium! Aber sofort! Komm zu Papa. So. Okay, alles klar. Das hat jetzt ja wohl geklappt. Klein Venedig, jawohl. Und ihn hier. So. Dann haben wir auch schon mal das Wasserschnabeltier. Da. Na komm. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Schon irgendwie drollig. Wasserschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. Sehr gut. Wasserschnabeltier ist... Tja. Okay, sehr gut. Das heißt also... Okay, das haben wir... Das haben wir. Ja, das muss ich noch irgendwie zum Fliegen bringen, zum Spannen. Und das muss ich überhaupt erstmal rauskriegen. Aus dem Kamin. Ja. Okay. Ja, also. Ach, Quatsch. Nee. Da wollte ich hin. So, das muss ich irgendwie aus dem Kamin kriegen. Ja, aber wie denn? Wie denn? Wie denn bloß? Ach, Moment, Kerze. Ach Gott. Mein Gott. Das ist ja wirklich. Entschuldigung. Das war dumm, natürlich. Die Kerze. Mache ich natürlich an. Mit einer Kerze.